Recht herzlich willkommen zur 123. Folge von Avorion. Ja, da ist unser Miner, der da am Arbeiten ist, will ich hoffen. Ja, sieht man ja. Wunderbar, da wird gerade entladen oder geladen. Und wir müssen jetzt gucken, was wir als nächstes machen. Unser Ziel war ja, zum Miner zu kommen und zu gucken, was mit dem das Problem ist. Und das haben wir gelöst. Der war irgendwo am Rande der Karte und den haben wir wieder geholt und reaktiviert. Der läuft jetzt eigentlich. So, jetzt ist nur zu überlegen, was ist unser nächstes Ziel. Wie sieht das hier mit der Fraktion aus, die hier vorhanden ist? Die universelle Staaten. Sind wir denn mit denen so fraktionsmäßig gut gestellt? Achso, wir sind in der Karte, da geht vieles nicht, ne? Ne, das war ja hier unser Schiff, das war ja nicht die Fraktion. Jetzt müssen wir die Fraktion noch finden. Da. Die universellen Jaib-Staaten. Sind die da unten irgendwo? Da. Ne, Uni. Universellen Jaib-Staaten, da. Aber wir sind gut mit denen zugange. Das bedeutet ja, dass wenn wir mit denen gut zusammengegangen sind, dann gibt es ja auch Kapitäne und sowas, ne? Haben wir schon angeklickt, ja. Dann gucken wir nach Crew erneuern. Haben sie aber nicht. Was haben wir denn noch für Stationen hier? Okay. Reichlich. Das ist ein Schiff, ne? Das auch. Dann mal irgendwo das Ressourcendepot. Da ist es ausgewählt. Gucken wir mal rein in die Crew. Aha, da gibt es einen. Dann fahren wir da doch mal hin und holen den ab, oder? Weil den kann man ja immer gebrauchen, oder wie war das? Wäre nur mit der Zeit immer teurer, oder? Ich glaube, da sah das Spiel vor, ne? Dass man das nicht mit unendlich vielen Schiffen veranstaltet. So, dann gucken wir, dass wir einen Docking-Port hier finden. Oh, das war aber knapp, wa? Sehe ich natürlich auch keinen Docking-Port, aber wir sind auch wieder weit weg. Wo ist denn einer? Müssten wir eigentlich in unser Schiff noch so ein Trägerzimmer mehr einbauen, ne? Ja, ist egal, wo wir dran gehen, glaube ich. So, da können wir docken. Cool. Das geht noch. Anheuern. Fertig. Haben wir den abgeholt, ne? 11 interagieren, gedockt steht da. Okay, das stand früher mal nicht. Also es hat es ein Update auch wohl gegeben, dass hier das gedockt jetzt hintersteht. Hohe Erze raffinieren haben wir sowieso nicht, oder? Ah, hier ist sowas. Okay. Ach so, das kann man dann in Metallschrott umwandeln in Eisen und Titan. Machen wir mal, ne? Ist schon fertig. Na dann, haben wir es auch genommen. Das wurde gerade entfernt, wie wir gesehen haben. Dann gucken wir noch mal rein. Schwarzes Brett war nix, ne? Keine Aufträge, genau. Ressourcenhandeln ist das, das brauchen wir jetzt aber auch nicht. Boah, das Naronit natürlich jetzt gerade ein Batzen von Armen, ne?
Ist aber jetzt nicht unser Ding, was wir unbedingt machen müssen. Da hinten ist unser Miner am werkeln. Die Frage, was stellen wir jetzt an? Also hier hinten haben wir den anderen Miner. Tja. Hier sind wir jetzt in einem Bereich, wo uns die Fraktion auch wohlgesonnen ist, ne? Achso, das Symbol sagte, dass der Abbau der Miner 1, okay. Da ist Notruf. Bringt uns jetzt nicht weiter mit unserem Schiff. Wir sollten eigentlich schauen, dass wir mal ein ordentliches Schiff bauen noch, ne? Was so kampfmäßig unterwegs ist. Das, was wir jetzt da ja am Start haben, ist ja so ein, ja, nichtssagendes Schiff, ne? Wir sind jetzt hier an der Station, das bedeutet, wir können da auch Leute anheuern. Dann ist hier vielleicht auch gar nicht der verkehrte Platz, das zu tun, oder? Ja, den wollen wir aber gar nicht mehr bauen. Wir müssten jetzt mal aus der Karte raus, aus dem Baumodus raus. Und dann müssen wir Drohne aufsteigen. Nee. Baumodus war Schiffsmenü. Spieler. Man kann nur aus der Drohne aussteigen und dann ein Schiff gründen, oder was? Was? Ne, wir haben das ja immer Miner 1 genannt, oder? Jetzt ist die Frage, wie nennen wir es? Mal das nochmal zu. Geh nochmal gerade auf die Karte und gucken wir mal. Kontrolliert von Asreiter. Asteroid abbauen. Astronia Miner 1. Und hier, wo ist denn das Schiff jetzt geblieben? So. Kontrolliert, das ist ein. Der Sektor ist, also der Bereich ist von uns kontrolliert. Sehr interessant. Ölbohrturm. Wo ist denn jetzt unser Miner geblieben dann? Da. Miner Asreiter 2 heißt er. Gut. Drohne haben wir noch. Schiff. Ah, warte mal, fliegen wir mit der Drohne gerade ein paar Meter vor. Damit wir mehr Platz haben zum Bauen. Das ist uns das andere Schiff im Weg, ne? Das wäre ja auch nicht so praktisch. So, auf ein neues. Das ist jetzt Astronia heißt das hier. Wie soll man sowas nennen? Baby. Baston. Bastion. Asreiter. Eins nennen wir den, ne? Und gründen. Gut, da haben wir es jetzt gegründet. Das war schon Titan, ne? Nicht mehr Eisen. Jetzt nehmen wir, bauen wir das Ganze. Und jetzt packen wir das voller Zeug. Können erstmal mit ordentlich Naonit anfangen, ne?
Frachtraum, Quartiere. Na komm, dann machen wir das hier unten. Nee, da müssen wir nicht da drauf klicken, da müssen wir hier runter scrollen. Da sind die Quartiere und so. Frachtraum, Quartiere. Jetzt machen wir das mal größer, ne? Das ist unser Kern. Die Quartiere machen wir mal so länglich, oder? Aber so ist doof. Gefällt mir nicht. Was ist denn das? Machen wir jetzt mal die Quartiere so dahin. Wie viel Platz hat das denn geschaffen? 31. Dann machen wir das gleiche nochmal hier hin. So, da haben wir schon mal ordentlich da Quartiere. 55, naja. Ordentlich ist auch noch was anderes, ne? Stein, Frachtraum, Quartiere, Kulturdüsen. Nee, das will ich alle noch gar nicht haben. Dock will ich auch noch nicht haben. Generator. Generatoren sind schon mal wichtig. Machen wir aber anders. Geht das? Gucken wir mal. Ach so, ja, da müssen wir jetzt mal rotieren. Jetzt machen wir einen Generator dahin und da auch hin. So. Das ist schon mal ein Anfang, ne? So, dann um Energiecontainer, die wir so machen. Steuerung C, Steuerung V und Energiecontainer bauen wir jetzt so da dran. Aber machen da mal Spiegelachsen an, weil ich will sie alle so. Machen wir so. Das gefällt mir schon mal so. Dann machen wir was. Magnetproduktion. Flugschreiber. Geschützturmfixierer. Was haben wir hier noch? Integritätsgenerator. Den machen wir dann mal hin. Allerdings können wir die Spiegelachsen jetzt mal geradeaus machen. Weil den möchte ich jetzt nochmal rotieren. Und verlängern. Den machen wir mal so. So sieht das schon ganz cool aus, oder? So, das ist der Integrets. Und hier vorne wollte ich den Hyperraumkern machen, der genauso aussieht. Passt. So, das ist schon mal ganz cool. Jetzt möchte ich brauchen wir denn noch Licht? Nee, Solarpanel will ich auch nicht. Den machen wir auch nicht. Jetzt müssen wir nochmal hier hin.
Schildgenerator, das ist auch eine coole Idee. Den Schildgenerator müssen wir. Warte mal, was ist das für ein Teil jetzt hier? Eigentlich egal, wie rum das Ding nachher fliegt, oder? Nee. So, okay. Wir fliegen also so. Mhm. Auch interessant. Spielt aber auch keine Rolle dann. Machen wir hier den Schildgenerator hin. Und der Torpedo-Lagerraum, der kommt dann auf der Seite hin. Okay, das sieht doof aus. Den letzten Schritt hätte ich gerne nochmal zurückgemacht. Geht das? Ja. Den machen wir also nicht da so hin. Wir fliegen ja in diese Richtung dann, ne? Ne, dann lassen wir den erst noch weg. Flugschreiber, ne, das ist es auch nicht. Oh, ne, Dock. Ne, docken wollen wir ja gar nicht. Ja, was bauen wir da noch hin? Ich glaube, ein bisschen Frachtraum brauchen wir, ne? Zum Looten sozusagen. Mach da mal. Und da hätte ich auch gerne. Und das Ganze hier unten auch nochmal. So. Das sieht schon cool aus, denke ich. Jetzt machen wir hier. Hinten muss ja nur der Antrieb dran, ne? Was haben wir denn schon für schicke Formen? Nicht wirklich welche, ne? Das bedeutet, ich mache das so. Den macht er so größer, okay. Aber das ist ein bisschen groß, ein bisschen lang. Ich baue wahrscheinlich wieder viel zu klein, ne? Aber wir haben schon ganz schön viel verbaut, sehe ich gerade da oben. Wie viel Power haben wir denn dann damit? Wir erzeugte Energie sind 3. Wir benötigen aber schon ganz viel, ne? Okay, dann würde ich sagen, machen wir die Dicke schon okay. Die Höhe ein bisschen weniger. Machen wir mal so. Spiegelachse. Passt. Ja, so sieht es ganz gut aus. Schub haben wir jetzt schon. Dann ist der zum Drehen da. Mach den mal kleiner. Und den machen wir so groß, wie der Kern da ist. Und den machen wir hier hin, ne? Oder? Obwohl, das ist ja jetzt nicht so. Nur die Spiegelachse weg, bringt uns jetzt nicht so viel. Da machen wir dann einen dahin. Der war jetzt so. Den müssen wir mal ändern. Machen wir den so. Jetzt brauchen wir den noch in der roten Richtung, ne?
Und den gibt's dann hier drauf. So. So, erzeugte Energie ist jetzt schwach. Wir brauchen also Generatoren noch. Ja. Die Generatoren setzen wir wohin? Hier hinten drauf, ne? Diese Größe ist ja schon passend, ne? Steuerung Copy. Steuerung V. Nenne ich Energiegenerator. Einmal spiegeln. Und so viel Naonit haben wir nicht. Mach mal den Spiegel weg. Dann würde ich jetzt fast sagen, wir setzen den mal da drauf, ne? Steuerung Copy, Steuerung V und Generator wieder auswählen. Aber das reicht noch nicht. Höchstgeschwindigkeit 105, Ingenieurer und Mechaniker. Ich glaube, wir machen mal gerade etwas anderes. Das heißt, wir machen das Schiff mal an und schauen zu, dass wir vielleicht an die Station rankommen, um Personal aufzunehmen, ne? Ja, wir wissen das. Und wenn wir Mechaniker vielleicht haben. Dann kriegen wir das vielleicht hin. Dass die Energie auch stimmt, ne? Ein bisschen wieder voran, bitte. Okay. Es wird tatsächlich von alleine langsamer. So. Eins und docken. Crew erneuern. Da gibt's keinen, ist klar. Piloten brauchen wir nicht. Bergmänner brauchen wir nicht. Mechaniker brauchen wir. Ja, machen wir mal 6 Mechaniker. Was haben wir hier? Normale Personen, ne? Nehmen wir da mal nochmal 30 mit. Anheuern, fertig. Und dann gerade Personal zuordnen. Ja, das wissen wir schon. So, die sind schon mal alle da. 9 von 5. Das sind jetzt hier die Ingenieure. Da, die haben wir. Wir brauchen hier auch schon jemanden für so viele Leute. Und dann ist das erstmal gut, ne? So, dann haben wir da oben nur noch, was für ein Problem? Bremsschub ist fehlt und wir sind natürlich zu schwach. Ne, verbraucht alle Energie. Ein System überhaupt verbraucht alle Energie. Okay, das heißt, das ist immer noch nicht geklärt. Jetzt haben wir aber auf jeden Fall schon mal Leute. Gut. Das bedeutet, wir müssen weiter bauen. Und da hat schon einer was abgebaut. Das ist schon mal gut. Kriegen wir den Generator hier nochmal reingebaut, oder? Spiegelachse bitte. Kriegen wir doch auch beide, oder? Falsche Spiegelachse. Immer noch die falsche. Das ist die richtige. So, da nochmal hin. Ja, schade, das hat nicht geklappt ganz. Machen wir nochmal den Schritt zurück. Die Spiegelachse war da nicht so richtig.
Die ist da nicht zentriert, okay. Dann lasse weg. Dann brauche ich es einzeln rein. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall mehr Power. Uns fehlt jetzt der Bremsschub, den wir da nicht kriegen, sondern nur hier oben. Trägheitsdämpfer sind das. Und die würde ich jetzt sagen, bauen wir so groß wie da vorne den Antriebsschub, ne? Ja. Na, ähnlich, sagen wir es mal so. Trägheitsdämpfer. Oh, der ist aber groß. Zwei sieben. Ja. Ja, doch, wir machen immer dünner. Ich glaube, so reicht der und wir können das wieder mal mit einer Spiegelachse machen, weil dann haben wir es auf beiden Seiten. Ne? So, das sieht doch gut aus. Allerdings ist die Energie wieder zu schwach. Und das bedeutet, wir müssen noch mal irgendwo einen Generator hinsetzen. Spiegelachse wieder weg. Das wäre schon mal gut. So, 200er Generator reicht, um dass das läuft. So. So wie es aussieht, ist das ja schön manövrierfähig, ne? Was sagt uns hier oben noch das? Der Hyperraumantrieb braucht noch alle Energie. Ich denke, das wäre jetzt erledigt. Ist aber nicht schlimm, weil wir können jetzt hier noch das ergänzen. Und dann wäre hier auch noch was möglich, ne? Der geht allerdings nicht mehr, weil wir nicht mehr genug Energie haben. So. So, jetzt nehmen wir mal Titan noch an der Hand und dann, ja, dann werden wir ganz schnell merken, dass wir noch mehr Energie brauchen. Weil ich wollte jetzt eigentlich zusehen, dass wir da noch ein bisschen was schützen, ne? Hologrammecke. Gepanzerte Kante, genau. Jetzt würde ich nämlich hier gucken. Dass wir das mal drehen. Und zwar so. Und so. Ne, dann war es doch falsch gedreht, ne? So ist richtig. So, und jetzt würde ich das da so ganz keilförmig davor machen wollen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen. So, ja. Höhe oder Länge? Länge. Okay. Das ist ein bisschen zu lang. Geh mal da dran. Das ist gut. So würde ich das jetzt machen wollen. Und zack, gibt es auch eine Spiegelachse, die so wiederum falsch ist. Auch falsch, die Y-Achse ist es dann. Und zack. Schiff links, rechts fertig. Und dann gibt es hier mal, ach so, wir haben noch die ganzen, doch Dreher haben wir ja drin. Okay. Sind dann aber zu klein wahrscheinlich, ne? Weil das Ding schwerer wird. Ja, gut. Dann müssen wir da noch dran arbeiten.
die sitzen ja vielleicht auch an der falschen Stelle. Na, jetzt ist aber egal, jetzt haben wir sie dahin gepflanzt. Hundertneunundfünfzig, das ist noch nicht genug, ne? Trägheitsdämpfer haben wir. Ich werde jetzt mal gerade eins machen, und zwar den Baumodus verlassen und noch mal kurz gucken. Wo ist denn unser anderes Schiff jetzt? Da oben. Ah, das mit dem Drehen ist natürlich nicht so dolle, ne? Und das Bremsen, das können wir so lassen. Das ist schon mal gut. Okay, der kriegt noch ein bisschen Gewicht, aber trotz alledem ist er ja schon ganz gut. Ja, müssen wir mal schauen, ne? Also ganz sicher bin ich mir da noch nicht, wie wir den weitermachen, aber wir können den auf jeden Fall noch hinkriegen, dass das besser wird. Also er lädt unten ja auf, wie wir sehen, ne? Tja, ich denke mal, da lassen wir das erstmal jetzt genug sein für diese Folge. Da haben wir schon verdammt viel dran gebaut und klären das nochmal ab. Beziehungsweise machen uns da nochmal Gedanken drum und wir brauchen mehr Material auf jeden Fall für das Schiff auch. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Und ja, Abo wäre schön, Daumen hoch wäre schön. Macht die Glocke an, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Bis dann. Tschüss.